Herzlich willkommen zu unserem Miniguide. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick zu Milio. Er gehört der Rolle der Unterstützer an und man spielt ihn auf der Botlane als Support. Seine Schwierigkeit liegt im mittleren Bereich, dennoch ist er nach kurzer Zeit gut spielbar. Den Schaden, den er verursacht, ist meistens magischer Schaden, der hauptsächlich durch Fähigkeiten entsteht, wobei er vielmehr auf die Unterstützung der Verbündeten aus ist. Außerdem besitzt er eine geringe bis moderat Robustheit und kann durchaus Schaden einstecken. Abschließend kann man sagen, dass er am stärksten gegen Ende des Spiels wird. Das war's aber erstmal mit dem Überblick. Machen wir direkt weiter mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der Passive Feuer und Flamme. Milios Fähigkeiten verzaubern Verbündete bei Berührung, wodurch sie mit der nächsten Fähigkeit oder dem nächsten Angriff zusätzlichen Schaden verursachen und das Ziel verbrennen. Die Q ist der Ultra-Mega-Feuerkick. Bei der Q tritt Milio einen Ball, der Gegner zurückstößt. Der Ball springt bei einem Treffer hinter dem Ziel auf, wodurch er Gegner im Aufprallbereich Schaden zufügt und sie verlangsamt. Bei der W erschafft er einen verstärkenden Bereich, in dem Verbündete geheilt werden und ihre Angriffsreichweite erhöht wird, solange sie sich in diesem Bereich befinden. Der Bereich folgt dem Verbündeten, der am nächsten zum Wirkungsort war. Als nächstes kommen wir zur E, der warmen Umarmung. Milio gibt einem Verbündeten ein Schild, wodurch er vorübergehend dessen Lauftempo erhöht. Zum Schluss zur Ultimate. Milio entfesselt jetzt eine Welle aus wohltuenden Flammen, die Verbündeten in Reichweite heilen und alle Massenkontrolleffekten von ihnen entfernen. Danke, dass du unseren Miniguide angeschaut hast. Wir hoffen, dass er dir gefallen hat und du jetzt ein besseres Verständnis für den Champion hast. Wenn du noch mehr über andere Champions erfahren möchtest, schau gerne in unsere Miniguide-Playlist rein, in der haben wir nämlich alle Champions einmal durchgemacht. Wir bedanken uns bei dir für deine Unterstützung und freuen uns, wenn du weiterhin unseren Content verfolgst. Bis bald und Hashtag StayUntiltable.